Liebe Gäste des Radsport Team Düren, wir möchten Sie recht herzlich heute Abend zur Teamvorstellung des Team Düren 2017 willkommen heißen. Im Namen des Autohaus Rolf Horn und Dirk Horn und des Team Düren. Danke, dass ihr den Weg nach hier gefunden habt. Heute Abend wird uns der Andreas Paffrath und ich zusammen durch die Teamvorstellung führen, sodass jeder ein bisschen auf seine Kosten kommt und ich nicht so der Alleinunterhalter spiele. Hat der Andreas heute Abend das Eishockeyspiel abgesagt und hat gesagt, ich unterstütze euch gerne und ist kurzfristig nach Düren gekommen. Andreas ist auch unser Sprecher der Veranstaltungen rund um und rund in Düren am 23.04. wird rund um Düren wieder ab Kreuzau starten und am 17.07. wieder rund in Düren, wo Andreas auch wieder unser Moderator sein wird. Wir freuen uns, wie gesagt, dass er heute Abend die Zeit gefunden hat und als Radsportexperte wird er uns auch durch den Abend führen. Ja, warum stellen wir heute Abend das Team Düren vor? Wir sind zwar nur eine Amateurmannschaft, aber wir wollen den Abend nutzen, um einfach Danke zu sagen. Danke an unsere Sponsoren. Danke an die vielen Helfer, danke an unsere Familien, unsere Freunde, dass wir diese Leidenschaft, diesen Radsport so ausüben dürfen und können, wie wir es halt machen und wie wir uns mittlerweile präsentieren. Jetzt im vierten Jahr mit dem Hauptsponsor Rolf Horn, denke ich, haben wir einen sehr professionellen Auftritt, auch wenn wir nur eine Amateurmannschaft sind. Und deswegen ist der Abend eigentlich dafür da, um letztendlich nur mal Danke zu sagen. Und um den einen oder anderen Fahrer vorzustellen, den man dann auf der Rundstrecke oder bei den ein oder anderen größeren Rennen sieht. Bevor wir jetzt zur Sponsorenvorstellung kommen, möchten wir einige besondere Gäste vorstellen. Als erstes natürlich Familie Horn heute Abend hier. Liebe Waltraud, lieber Dirk, lieber Maximilian, danke, dass wir wieder eure Gäste sein dürfen. Und vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Nun darf ich den Andreas bitten, den ersten Block der Fahrervorstellung vorzunehmen. Wir beginnen mit der C-Klasse-Mannschaft und bitte dich, Andreas, nun weiterzuleiten. Ja, vielen Dank, lieber Sven. Also ich möchte auch noch ein paar Worte sagen. Also ich fühle mich natürlich hier immer wieder wohl, du hast gesagt, bei rund in Düren, rund um Düren. Man spürt wirklich diese besondere Atmosphäre, dieses Familiäre. Ich hoffe, das kommt euch auch nie abhanden. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich bin gerne hier und freue mich auch, den sportlichen Teil begleiten zu dürfen. Und bitte dann eben auch die ersten drei Fahrer auf das Podium. Das ist Christian Dörfler, Alexander Jussen und wir bitten Christian Wirtz zu uns. Applaus, die ersten drei Fahrer aus der Elite-Klasse C, die sich in diesem Jahr den Aufgaben stellen werden, in dem wunderschönen schwarz-grünen Trikot, auch in diesem Jahr wieder dort vertreten. Christian, bei mir steht Marathonmann, du willst dieses Jahr weniger Rundstreckenrennen fahren, hast dich mehr auf Langstrecke verlegt oder was sagt die Planung für dieses Jahr? Ja, ich bin jetzt im Alter angekommen, wo ich sage, ich habe die Ruhe, um auch mal was länger am Rad zu sitzen. Hatte ich vorher nicht. Und habe da auch Ansprüche an mich, die ich halt erfüllen möchte. Und schauen wir mal. Aber ich freue mich halt. Jetzt muss ich einmal schauen, ganz kurz, 2040 war es, dritter Platz rund um Düren, das ist auch dein Lieblingsrennen, bietet sich ja auch an bei dem Verein. 26. April geht es wieder los. Hast du dir für dieses Jahr Ähnliches vorgenommen oder wie sehen die Planungen für dieses Jahr bei dir aus?
Ja, dadurch, dass ich angefangen habe zu arbeiten, ist es ein bisschen schwierig mit dem vielen Training. Aber ich will dieses Jahr vor allem versuchen, unseren neuen Fahrer Christian Würz zu unterstützen. Und ich habe halt schon, bin jetzt sehr oft rund um Büren gefahren und kenne die Runde gut und will ihn da vorne halten in der ersten Runde und damit er dann uns weit nach vorne bringt im Classement am Ende. Soll. Du hast schon gemerkt, der Druck ist jetzt ein bisschen aufgebaut. Du bist also für Rund um Düren schon mal in die Favoritenrolle mit eingeräumt worden. Passt das so in deine Planung mit hinein? An und für sich ist Rund um Düren nicht so das Streckenprofil, was mir liegt. Ich bin mehr so beim Rundstreckenrennen mehr vorne mit dabei. Aber ich würde natürlich gerne die Erfahrungen dann annehmen und Tipps annehmen, damit ich auch bei Rund um Düren eine gute Figur habe. Wir bitten dann die nächsten Fahrer, der zweite Block der Eliteklasse C des Team Düren auf das Podium. Wir beginnen mit Max Blönnes, Lukas Menzel, Dominik Hiedink und last but not least Nick Ronja. Das sind die vier Fahrer, die jetzt das Podium hier erklimmen. Ja, Max, du bist mittlerweile zu Hause in Remscheid. Hab gelesen, dir liegen mehr die schweren Rennen. Ich glaube, das liegt dann fast in der Natur der Sache. Ich glaube, in Remscheid gibt es entweder nur rauf oder runter, sonst gar nichts so Richtiges. Das ist auch dein Terrain, wo du richtig zufrieden und ja, deine volle Leistungsstärke unter Beweis stellen kannst. Ja, das auf jeden Fall. Also mir liegen definitiv die Berge und da bin ich in Remscheid natürlich genau richtig. Wenn er Zeit zum Training hat, dann geht es auch mit den richtigen Ergebnissen weiter. Hast du im Moment Zeit zum Training? Nein, also leider nicht. Gestern bin ich ein bisschen rund um Büren abgefahren, habe auch gemerkt, der Winter war lang, das Essen war gut und die Berge sind genauso schnell wie im letzten Jahr. Hat sich nichts dran getan. Du bist viel auf Geschäftsreisen unterwegs. Lässt sich das so ein bisschen kombinieren, dass man sagt, ich packe mein Rad mal ein und neben den ganzen Geschäftsterminen setze ich mich nochmal aufs Fahrrad. Einmal körperliche Ertüchtigung, aber auch vielleicht um den Kopf nach anstrengenden Meetings irgendwo nochmal freizukriegen. Ich bin mehr aus Laufen gewechselt jetzt im Winter. Im dunklen Radfahren in der fremden Umgebung macht wenig Spaß. Joggen im Regen macht auch nicht wirklich viel Spaß, aber dank Strava weiß ich, ich bin ein bisschen besser geworden am Joggen. So zwischen euch auf der Seite. Du bist im letzten Jahr Vater geworden in diesem Jahr? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr große Herausforderungen, neue Herausforderungen. Ich habe gehört, du hast ein ganz neues Trainingspensum aufgenommen. Man sieht dich jetzt häufiger mit Fahrrad und Zusatzgewichten sozusagen unterwegs, bist mit dem Babyanhänger dann unterwegs. Merkt man schon im Trainingserfolg? Ist das eine neue Philosophie, die man weiter verfolgen sollte? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sich mal etwas zu bewegen, genau. Ja, ist natürlich ein enormer Ballast, der da hinten dann dran hängt, aber ja, besser auf dem Rad zu sitzen als... Nur aufs Gewicht bezogen, der Ballast, ne? Möglicherweise, natürlich, ja. Komm, ich weiß, vor fast zwei Jahren, drei Jahren in Spich noch das Rennen gewonnen. Du hast gesagt, naja, A-Klasse, das sollte dann das nächste Ziel sein. Es ist schwierig, glaube ich, in der extremen Leistungsdichte im Amateursport, Beruf und dann zusätzlich auch noch Hochleistungssport in Einklang zu bringen. Deswegen mit etwas reduzierten Ansprüchen ist ja unterwegs oder doch wieder die Perspektive, vielleicht nochmal richtig anzugreifen. Ich glaube, die reduzierten Ansprüche waren vor allen Dingen im letzten Jahr. Jetzt ist zumindest etwas weniger Reisetätigkeit für mich dabei und ich möchte auch wieder höher fahren als die Klasse. Damit ich nicht ganz alleine hier oben stehe, kommt der Sven wieder zu mir und es geht in den nächsten Part. Wir haben gerade schon mal gehört von Christian Dörfler, Marathon und schwere Streckenprofile und da habt ihr dieses Jahr einen ganz besonderen Plan, ist das richtig? Ja genau, aber erstmal möchte ich kurz nochmal auf unseren Hauptsponsor zu sprechen kommen, lieber Dirk. Ich hoffe, er ist gerade nicht raus. Wo ist er, Dirk? Darf ich schon nach vorne bitten? Damit er auch mal von einem Hauptsponsor hört, warum er uns eigentlich unterstützt. Frage jetzt mir mal vorher stellen können. Du hattest so wenig Zeit die letzten Wochen, da muss ich jetzt durch. Ja, lieber, genau. Oh, da geht was. Guten Abend. Also, unser Hauptsponsor, Dirk Horn. Ja, lieber Dirk, wir haben jetzt schon ein paar Jahre... Pass auf, du hast gesagt, du hast einen roten Knopf. Das ist eine Kampfansage, Sven. Ne?
Das gibt Theater. Das gibt Theater. Also, ja, wir haben auch einen Live-Mitschnitt von Dirk. Das macht nichts, ich habe ihm körperliche Gewalt angedroht. Ja, lieber Dirk, seit ein paar Jahren sind wir nun, ich sag jetzt mal, nicht nur Partner auf dem Rad, sondern auch Partner bzw. Freunde geworden. Der Radsport hat uns beide zusammengebracht. Wir haben ein paar schöne Erlebnisse zusammen gehabt und auch ein paar schöne Events zusammen erlebt, dank einigen Einladungen von dir. Und da haben wir immer wieder philosophiert über das Team, Klamotten etc. Und ich habe auch mit der Anne nachher darüber gesprochen und gesagt, warum macht der das eigentlich? Der könnte auch sagen, keine Ahnung, ich stecke das Geld, was weiß ich wo rein, wieso gerade der Radsport und wieso gerade Team Mini Dürr? Naja, das hat natürlich zwei Gründe. Erstens finde ich Fahrradfahren super. Ich kann das nicht so besonders, aber du lässt mich das wenigstens nicht spüren. Das finde ich ganz nett. Wenn es berghoch geht, lässt er sich immer schön zurückfallen. Aber ich weiß noch, wir sind einmal vor rund um Düren gefahren. Dann hat er vom zweiten Anstieg gesagt, pass auf, du musst hier links fahren, dann kommst du nach Hause. Das war sehr freundlich. Hat mich auch den zweiten Tag nicht mehr hochgequält. Das war sehr nett. Nein, also warum Radsport macht mir Spaß. Und es gibt einen zweiten Grund. Ich finde die Gemeinschaft, die du um das Team aufgebaut hast, sehr, sehr nett. Alle sind total nett, offen, freundlich. Am Anfang war es immer so, darf ich Dirk sagen? Ja klar, wir fahren Fahrrad, klar können wir Dirk sagen. Und heute schreibt mich jeder an, sagt, ist es alles klar, mitnehmen beim Fahrrad tun sie mich nicht, aber das kommt noch, ich werde besser. Da haben sich tolle Bekanntschaften, tolle Freundschaften daraus entwickelt. Du hast mir als Sponsor immer die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen meinem anderen Hobby, dem Thema Marketing nachzukommen und Design. Ich weiß noch, wir waren gemeinsam essen und dann ging es darum, ja, wie soll denn das neue Trikot aussehen? Und Sven hatte da ein paar Vorstellungen und dann habe ich gesagt, nee, ich würde es machen, so alpenziehenmäßig, die machen auch Mini und dann machen wir schöne Mini-Streifen hier und so. Und dann habe ich so lange auf ihn eingequatscht, bis er gesagt hat, scheiße, mir fällt nichts mehr ein. Und dann haben wir zusammen mit unserer Marketingabteilung euch das neue Trikot entworfen und das gibt mir die Möglichkeit, mich noch stärker mit dem Team zu identifizieren. Und ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, ich finde Mini als Marke und das junge Team, über dich rede ich ja nicht, also das junge Team, dass du darum geschart hast und die Leistungsbereitschaft, die Jungs zeigen, passen einfach zu Marco und passen zu der Philosophie von mir und meiner Frau, die dieses Unternehmen ja schon lange, lange leiten und versuchen, es genau in den Weg zu bringen, wie du das auch tust. Wir müssen dabei noch Geld verdienen, ihr müsst Siege einfahren, damit ist die Leistungskomponente für alle gleich und darum macht es mir so viel Spaß. Wenn wir einrichten. Vielen Dank, Dirk. Dankeschön. Dankeschön. So, nun kommen wir nach dem netten Gespräch mit unserem Hausherrn zu dem angesprochenen Bergauf, Bergab vom Andreas. Ja, unser Teammitglied Nico Mausch. Ich gehe schwer davon aus, dass er gerade bei Facebook online ist. Liebe Horny, Folgendes hat der Nico sich dieses Jahr vorgenommen. Wir waren letztes Jahr beim Regensburg Challenge und da hat er gesagt, Svenny, ich möchte nächstes Jahr Race Across the Alps machen. Da vorne stehen die Facts, 3 Länder, 12 Pässe, 540 Kilometer, 14.000 Höhenmeter, 32 Stunden Zeitlimit, 21 Stunden, 26 Minuten ist der Streckenrekord. Bedeutet, der kleine Horny, unser Nico Mausch, fährt das mit mir als Teamleiter im Auto natürlich, in einem schönen Mini, alleine und möchte da sein Ziel erreichen. Dementsprechend, wir haben mal die 24 Stunden anvisiert und ich denke, das ist auch für den Auftritt von Mini und für die Außendarstellung mal eine ganz andere Hausnummer. Und wir wünschen dem Nico natürlich bei der Vorbereitung gerade auf Lanzarote nur das Beste und wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sind mit dem ganzen Team unten in Nauders am Start. Von da aus geht's los. Der Arne Silvenich ist dabei, der Rolf Hensch ist dabei und ich werde dabei sein. Dementsprechend werden wir ihn da so unterstützen, wie es sich für ein Team gehört. Der Nico ist immer für mich da und wir sind auch diesmal für den Nico da. Ich denke, das ist eine coole Geschichte und auf diesem Weg, lieber Nico, viel Erfolg bei deinem Vorhaben und ich denke, das ist einen fetten Applaus für den kleinen Mann wert.
Genau, wir kommen zur Vorstellung der Generation R. Das heißt also unsere nächste Generation, die am Start steht und dabei, und das ist mindestens genauso wichtig, einer, der die Jungs anleitet, trainiert. Wir bitten den Niklas Marx als Neuzugang auf das Podium, den Tim und Martin Nefke. Herzlich willkommen. Der Niklas kommt aus Koblenz, Neuzugang im Team Düren in diesem Jahr. Wie ist dazu gekommen von Koblenz aus? In Düren ist der Ruf, der gute Ruf, bis nach Rheinland-Pfalz deutlich vorgedrungen. Du hast gesagt, da muss ich unbedingt hin. Also ich war vorher in Polchen fahren. Da lief es eigentlich ganz gut. Aber dann zum Ende hin hat der Trainer nicht mehr so mitgespielt. Und dann habe ich gedacht, wo gehe ich hin? Dann habe ich mit Tim Kontakte aufgebaut und der hat gesagt, das Miniteam in Düren ist gut. Und dann habe ich gedacht, ja, ob ich da vielleicht hingehen könnte. Und dann hat es auch so geklappt. Im Jahr 2016 Sprung in den NRW-Kader vollzogen, bist in diesem Jahr neu in der U19, nächste Rennklasse, heißt immer wieder besondere neue Anforderungen, auch ein paar neue Gegner, ein paar ältere. Wie glaubst du, wirst du den Wechsel in die neue Altersklasse, in die U19 dann in dem Fall vollziehen können und was erwartest du von der neuen Saison? Ja, ich denke, dass ich das auch gut meistern werde und dass ich auch die Älteren ärgern kann. Was hast du dir vorgenommen, im NRW-Kader dich zu etablieren? Bestimmte Rennen, die du dir schon mal so rausgesucht hast, wo du sagst, da würde ich gerne mal so richtig einen raushauen? Ja, natürlich rund um Düren ist mein Rennen, ist meine Trainingsstrecke und sonst einfach den Älteren das Leben schwer machen. Ja, vielleicht nicht ganz so große Verständnis haben, heißt also auch eine unheimlich verantwortungsvolle Aufgabe, einmal die Jungs so ein bisschen anzuleiten, aber der sportliche Erfolg, der zahlt dann auf jeden Fall wieder zurück. Ja, auf jeden Fall. Ich begleite die Jungs und schone die auch und wollen nicht den Fehler machen, dass sie verheizt werden, wie in vielen Vereinen oder auch in Verbänden schon üblich ist. Und wir haben eine gute Cross-Saison, machen gerade so den Aufbau. Die Saison verschieben wir ein bisschen in die Mitte, weil wir erst spät Ostern haben und dann auch erst ins Trainingslager fahren werden. Ist natürlich auch immer das Team hinter dem Team extrem wichtig und da bitten wir dann einmal die sportliche Leitung auf das Podium mit Arndt Sevenich, Sascha Henrichs, Marc Mertens, dem Horst Jussen und Sven Rehbein, der ja in einer multiplen Funktion sozusagen im Verein unterwegs ist, Sponsoren beschafft, selber Rennen fährt. Auch hier darf geklatscht werden, weil das sind die Jungs, die immer dann die Arbeit machen, wenn die Rennfahrer den Helm anziehen, aufs Rad steigen und sich voll auf den Sport konzentrieren können. Und ich komme mal ganz kurz zum Sascha. Ich habe gehört, aufgrund der neuen Aufgabe hast du auch wieder selber angefangen, ein bisschen Rad zu fahren, das etwas intensiviert. Ich glaube, letztes Jahr hast du bei der ALS Challenge dir richtig gelitten und dann ist der Ehrgeiz wieder erwacht. Ist das richtig? Gelitten habe ich auch sehr stark. Ich konnte 3 Tage kaum laufen. Und ja, ich denke, bei der nächsten ALS-Tour werde ich wieder teilnehmen. Schon gesagt, du hast so extrem vielfältige Aufgaben, Organisationen, die du betreibst, Sponsoren, Materialbestellungen, dann selber um Rad. Das geht, glaube ich, nur, wenn man ein starkes Team dann auch im Hintergrund hat, die einem dann auch noch ein Stück weit die Aufgaben mit abnehmen. Ja, klar. Also, ich sag mal, die Hauptaufgabe ist die Sponsorenbeschaffung, aber ohne meine Jungs, Yannick Distel oder Thorsten Pinnek, Arndt Sevenich, Peter Büsch, wie sie alle heißen, oder unser Kassierer, der Patrick Jörres, der immer für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Und wir sind halt ein Team und nicht einer macht da. Viele sagen ja schon mal, Sven Rehmer, der Teammanager, aber mag ich gar nicht. Also vielleicht Teamleiter, ich leite die Jungs noch so ein bisschen auch im Rennen nochmal, aber ansonsten sind wir einfach ein gemeinsames Team und dafür steht der auch. Ja, ganz besonderen Dank an der Stelle auch an natürlich Peter Schröder, den Fotografen, der für tolle Bilder sorgt. Ich glaube, es gibt kein Team bundesweit, die einen eigenen Teamfotografen dabei haben. Der Mann ist ja von Berufswegen mit Fotos sehr vertraut, arbeitet beim Straßenverkehrsamt in Düren. Und manch einer hat vielleicht schon mal ein schönes Porträt von ihm nach Hause geschickt bekommen, wenn er hier unterwegs gewesen ist. Also vielen Dank natürlich auch an Peter Schröder, der ja
in allen Kanälen auch die Bilder verteilt, Instagram, Facebook, überall kann man dann eben auf die wunderschönen Aufnahmen gucken und die Jungs stechen da ja auch immer besonders heraus. Fahren die eigentlich extra vorne, wenn du, am Straßenrand stehst, oder suchst du dir die? Ja, ich suche mir die. Winken tun sie noch nicht. Ich kenne die Farben. Ja, auffälliges Trikot und dann ist die Motivsuche relativ einfach. Also auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Peter Schröder, den Fotografen des Team Dürr. Damit kommen wir dann zur Teamvorstellung des Elite-Teams. Bitten auf das Podium Matthias Bertling, Volker Wolte, Peter Büch. Dann bitten wir auf das Podium den Yannick Distel und last but not least den Thorsten Piniek. Matthias, wir haben es gerade schon gehört, letztes Jahr Sieg in Pullheim im Alleingang, davor viele Jahre in einem nicht weit von hier ansässigen Profiteam unterwegs gewesen. Ich glaube, dann ein Jahr fast komplett Pause gemacht oder sehr, sehr reduziert unterwegs gewesen und letztes Jahr dann wieder richtig angegriffen. Die Lust auf Radsport, die vergeht, glaube ich, nie, oder? Nee, die Lust auf Radsport vergeht nie. Die Zeit, das Hobby zu betreiben, wird immer weniger, aber ich gebe mir trotzdem Mühe und im letzten Jahr hat es ganz gut geklappt. Wir hatten aber auch als Team da ziemlich viel Spaß und da kommt der Erfolg dann von alleine, wenn man eigentlich so gut zusammenfährt. Das haben wir gut hinbekommen letztes Jahr. Dass ich dann Rennen gewonnen habe, war vielleicht ein bisschen eine Glückssache, hätte auch jeder andere sein können zu der Situation. Und dieses Jahr schaffen wir das, oder dieses Jahr, in dieser Saison wäre es natürlich spitze. Volker Bolte. Ja, hat sich in der AB-Klasse in diesem Jahr etabliert, möchte den nächsten Schritt nach vorne gehen. Was heißt das persönlich für dich? Was ist die Zielsetzung? Sagt etablieren und ja, nochmal einen richtigen Ruck nach vorne geben. Ja, persönlich habe ich mir nicht so feste Ziele gesetzt. Wenn ich in der A-Klasse bleibe, wäre natürlich super. Aber wir hoffen, dass wir den Sponsoren ein bisschen was zurückgeben können, indem wir gute Platzierung fahren. Das steht im Vordergrund. Peter Büch, sind quasi Nachbarn im Rhein-Sieg-Kreis. Du bist jetzt im zweiten Jahr im Team Düren mit dabei. Tommy hat es im letzten Jahr irgendwann mal thematisiert. Du bist, glaube ich, der älteste lizenzierte A-Amateurfahrer. Aber da wollen wir gar nicht so sehr drüber sprechen. Der Alter ist ja immer relativ. Man ist immer nur so alt, wie man sich anfühlt. Und, aber du hast letztes Jahr so ein Wechselbad der Gefühle miterleben dürfen, eine Saison, stabile Saison in der ersten Hälfte und dann kam einer dieser motorisierten Vierradfahrer und hatte irgendwas gegen dich, einen schweren Unfall, bist aber wieder komplett auf den Beinen und sitzt auch mehr oder weniger regelmäßig locker lustig im Sattel. Ja, also glücklicherweise geht es auf dem Fahrrad noch mit Abstand am besten. Was ich nicht so oder wo ich die Verletzung oder den Unfall schon noch merke, ist, wenn ich länger rumstehen muss. Also wir können das jetzt hier heute kurz halten. Joggen, was ich sonst schon mal zum Beispiel im Winter gemacht habe, habe ich auch ausfallen lassen, weil es nicht so gut getan hat. Aber auf dem Rad merke ich eigentlich nichts mehr. Das ist die Hauptsache. Also eine gute Voraussetzung, ne? Kann man sich auch auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Du bist in einem Team auch einer derjenigen, der ja über einen hohen Erfahrungsschatz verfügt. Kann man das im Rennen wirklich mit einbringen, dass man da nochmal bei bestimmten Situationen ein bisschen korrigiert, auch im Rennen, oder kommen da eher die Impulse eigentlich von außen? Nein, das klappt eigentlich schon ganz gut, also während des Rennens. Es geht da, wir fahren ja, sage ich mal, 90% auf der Rundstrecke Kriterien. Und da ist es ja, wie der Bertel auch schon gesagt hat, sehr wichtig, dass man eine entsprechende Position fahren kann und die auch verteidigen kann. Und mir fällt dann schon auf, wenn der ein oder andere Mannschaftskollege vielleicht sich ein bisschen zu weit hinten im Feld aufhält, dann versuche ich ihn auch schon mal ein bisschen wieder nach vorne zu lotsen. Oder wenn es aufs Finale zugeht, dann denjenigen oder diejenigen vorne zu platzieren. Das ist schon eine Sache, die man mit Erfahrung sehr gut machen kann. Ja. Und Yannick Distel, der ist heute auch in der Doppelfunktion hier. Zum einen natürlich als Vertreter des Teams unterwegs und du bist auch, glaube ich, der, wie heißt das so schön, Social Media Experte für das Team Düren. Ja, stimmt, genau. Also in erster Linie natürlich als Fahrer hier und in zweiter Linie so ein bisschen nebenbei die ganze Sache mit Facebook, Twitter, Instagram.
Woher kommt die Faszination dafür? Du bist im Studium, verbindest du da sozusagen deine Studiendinge mit den Sachen, um Team Düren in die weite Welt zu tragen, oder ist das was ganz anderes? Also wenn ich das machen würde, was ich im Studium mache, dann würde ich wahrscheinlich im Nebenbüro von Peter sitzen und irgendwelche Bauungsmänner schreiben. Aber neben dem Radsport habe ich so ein Faible für, ja, ich sag mal, nicht nur Instagram oder Twitter, sondern für Webdesign generell, und deswegen mache ich das. Last but not least, Thorsten Pienick, der hier mit dabei ist, auch einer der etablierten Fahrer im Team Düren. Wie siehst du deine Rolle im Team in diesem Jahr? Ja, ich sehe mich ganz klar als Teamunterstützer. Ich bin ganz klar nicht der Siegfahrer, aber möchte auf jeden Fall viel unterstützen und schöne Top-10-Platzierungen fahren. Das ist mein Ziel. Und nochmal viel lernen von Peter und auch Matthias, weil da muss man sagen, kann man schon unheimlich viel von mitnehmen. Noch einmal ganz kurz zurück, haben ja die Fahrer, die in diesem Jahr jetzt schon auf dem Rad sitzen, mit vorstellen dürfen. Und der Yannick, der möchte gerne noch einen Fahrer ganz besonders in Augenschein nehmen und nochmal vorstellen. Ja, normalerweise, wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir nicht nur zu fünft, sondern eigentlich zu sechs im Elite-Team. Aber dieses Jahr müssen wir leider auf einen guten Mann verzichten, der letztes Jahr für uns richtig gute Resultate und dann nochmal einen Sieg eingefahren hat. Und ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, James Early, unseren ersten Kiwi im Team. James, komm mal. Ja, James' Radsportkarriere wird, wie ihr wahrscheinlich gerade sehen konntet, momentan schwer durch sein Hüftproblem gebremst. Er hat schon ein paar Operationen hinter sich, und dieses Jahr ist es dann wieder so schlimm geworden, dass er sich leider entscheiden musste, auf die komplette Saison zu verzichten und deswegen auch leider kein Rennen für uns bestreiten wird. Ja, James, wir wollten dir nochmal alles Gute wünschen von den AB-Jungs, von der C-Klasse, von allen, die auch hinter dem Team stehen, dass es alles gut geht mit deiner Operation. Und wir hoffen natürlich, dass du so bald wie möglich wieder am Rad sitzt und mit uns auf der Rennstrecke unterwegs bist. Also. Ich glaube, spätestens jetzt wisst ihr, wie der Team Düren funktioniert und wie wir zusammenhalten. Vielen Dank, Yannick, dass du gerade mal die Chance genutzt hast. Bevor ich nun weitermache mit der Präsentation, möchte ich auch nochmal meinem dicken Kumpel Dirk Kisters herzlich danken, der, seitdem wir die Teampräsentation machen, immer pünktlich da ist, unser DJ und mein Freund. Seit Jahren steht er hier zur Stelle, und das Ganze macht er für uns umsonst. Ich denke, es ist keine Selbstverständlichkeit. Lieber Dirk, vielen Dank. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Lieber Yannick, ich darf dich gleich bitten, mal einen kurzen Trailer abzuspielen. Vielleicht, dass er mal kurz nach vorne schaut. Es geht um das eben schon angesprochene Thema ALS, Bruno Schmidt und was im letzten Jahr so passiert ist. Und dazu haben wir einen Trailer vorbereitet zu seinem Film. Im letzten Jahr, wie gesagt, wir haben uns im letzten Jahr mehr oder weniger hier auf der Teampräsentation kennengelernt. Vorher haben wir uns über E-Mail ausgetauscht. Ich habe dem Bruno gesagt, wie er es so oft hört, bei seinen Veranstaltungen, die er selber ins Leben ruft, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, dementsprechend zugesagt, dass ich irgendwas, was ich für ihn tun kann, dass er auf mich zählen kann und dass ich dabei sein werde beim Thema Radsport. Und wie gesagt, Bruno bekommt sehr viele E-Mails, die helfen dir, aber davon bleiben dann immer nur wenig hängen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben uns zusammengerottet, wir haben einen Verein gegründet, und ich bin stolz, dass ich da im Vorstand bin. Du bist der erste Vorsitzende, und du hast mir halt auch im letzten Jahr bei Situationen, wo ich gedacht habe, ich habe ein Problem, sehr oft wieder zu verstehen gegeben, dass wir
im normalen Alltag, die normal gesund sind, Anführungsstrichen, letztendlich kein Problem haben, auch wenn wir es glauben, es zu haben. Und du hast mich immer wieder da abgeholt. Und ich denke, so eine Power wie du hast, mit dem Thema ALS umzugehen. Und wie gesagt, ich begleite dich jetzt oder unsere Freundschaft hält jetzt über ein Jahr. Und ist einiges passiert. Dafür wollte ich ja erstmal Danke sagen, dass du immer so positiv bist und dass du uns als Verein auch diese Power gibst und sagst, hier, ich bin erster Vorsitzender, wir gehen weiter nach vorne, wir klären auf. Und ich sag mal, die Tour der ALS mit André Greipel letztes Jahr war natürlich ein tolles Erlebnis, ein toller Tag, viele Helfer. Und für mich war das im letzten Jahr, ich glaube, da kann ich dem Dirk Horn auch nur nochmal beipflichten. Der Dirk und ich, wir haben gesagt, das war für uns die Tour der ALS, auch bei vielen Radrennen, die ich gefahren bin, das schönste Erlebnis in 2016, auch wenn es den Hintergrund hatte, aber genau dafür sind wir ja angetreten. Erstmal guten Abend zusammen. Und ja, die Tour der ALS erstmal, genau wie der Sven gesagt hat, war für mich letztes Jahr das Ereignis schlechthin. Ich kenne Bruno schon eigentlich viele Jahre. Da ich aber nicht in sozialen Netzwerken, was sehr selten ist heutzutage, unterwegs bin, habe ich leider erst sehr, sehr spät, sprich letztes Jahr, von Brunos Schicksal erfahren. Und habe mich natürlich umgehend für die Tour der ALS angemeldet. Und es war ein wunderschönes Erlebnis, eine tolle Tour durch die schöne Dürener Landschaft. Es war ein wunderbar emotionaler Moment, Bruno wieder kennenzulernen, anders kennenzulernen, positiv durch und durch. Also jemand, der so ein Schicksal erleidet hat, mit so viel Energie, so viel Optimismus und so viel Motivation zu erleben, war einfach ein genialer Moment. Ja, ganz kurz noch, und da habe ich mir überlegt, was machen wir eigentlich jetzt in Zukunft, also was steht an? Ich hatte wieder ein paar Wettkämpfe geplant und da stand für mich fest, kein Meter, den ich wettkampfmäßig in Zukunft mehr zurücklegen werde, werde ich nicht mehr sinnlos machen, sondern in Brunos Sinne, mit Brunos Spirit. Wir werden für ALS unterwegs sein, wir werden in diesem Jahr mehr als 1000 Wettkampfkilometer im Triathlon zurücklegen und nach Möglichkeit für jeden Kilometer Spenden sammeln. Wir wollen auf die Krankheit ALS aufmerksam machen. Wir starten in diesem Jahr gemeinsam mit unserem Club, immer unter unserer Flagge, Alle lieben Schmidt e.V., beim größten Triathlon der Welt in Rot. Mehr als 4000 Teilnehmer und ca. 300.000 Zuschauer an der Strecke. Welche bessere Plattform kann es geben, um auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen? Lieber Bruno, wir haben jetzt von dir als Powermann gesprochen, wie gesagt, Telefonate, unsere Treffen haben mich immer wieder motiviert, auch weiterzumachen und nicht zu sagen, ja, wir haben uns jetzt mal kennengelernt, wir haben jetzt mal die ALS-Tour gemacht, sondern für uns steht fest, wir machen weiter. Und ich habe dir zugesagt, ich werde dich auch begleiten, auch die Gespräche mit meiner Partnerin, mit der Anne. Wir sind uns im Klaren darüber, was auf uns zukommt, was auf deine Familie zukommt. Und wir beide haben auch schon ALS-Patienten besucht, was mich sehr emotional mitgenommen hat. Aber da warst du auch wieder derjenige, der gesagt hat, Sven, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen muss, dann musst du mit mir jetzt auch durch die Tür gehen. Und dafür war ich im Nachhinein dankbar, obwohl mich das auch ein paar Tage begleitet hat, bis dann ich das mal wieder auf die Kette bekommen habe. Aber das bringt einen auch wieder dahin, um zu sehen, ah, wie gut es geht ja eigentlich. Ja? Wenn ich jeden Tag meine 2-3 Stunden durch die Eifel fahren kann in der Mittagszeit, weil ich halt die flexible Arbeitszeit habe, dann ist das für mich ein Geschenk und dann brauche ich keinen Urlaub mehr. Also eine Woche Urlaub wird mir auch im Jahr reichen und dann kriege ich auch ein bisschen Ärger. Lieber Bruno, ja, die Power gibst du uns, es hat sich einiges getan zu deinem Verein. Vielleicht, dass du einfach mal ein paar Worte sagst, wo stehen wir, was haben wir geleistet, was haben wir bisher auf die Beine gestellt mit unserem eigenen ALS-Verein. Ja, hallo zuerst mal, schön, dass ihr alle da seid. Am 1. Mai, nach unserer Filmpremiere, die in Aachen da war, haben wir am 2. Mai unseren Verein gegründet. Haben wir ganz spontan gemacht und der Sven und die Anna haben sich natürlich sofort bereit erklärt und gesagt, na klar, da sind wir dabei. Und da bin ich auch sehr dankbar.
weil manchmal braucht man ja auch von anderen Leuten so ein bisschen Rückenwind, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Ja, mittlerweile ist das Jahr bald rum. Wir haben ja ca. 70.000 Euro letztes Jahr, ja bis jetzt, gesammelt für ALS-Patienten. Und ich finde das, ja, ich habe jetzt wieder Gänsehaut, weil mittlerweile macht mir das auch Spaß, für andere Patienten Geld zu sammeln, weil mir geht es ja noch gut. Und ich bin da in einer, ich sag mal, auf der Sonnenseite, hat das WDR ja gesagt, fand ich ganz gut den Spruch. Ich bin auf der Sonnenseite der ALS-Patienten, also ich bin eine Ausnahme. Man weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich so eine positive Ausstrahlung und Energie habe und einfach nicht zu viel darüber nachdenke, über die Krankheit. Klar ist das für mich jeden Tag ein Thema, aber auf der anderen Seite sind die, also wie ihr alle hier seid, die, die mir die Kraft geben, um da einfach weiterzumachen. Und ich kann da auch nur immer dem Sven sagen, ich sage, ich bin nicht der, der euch die Kraft gibt, ihr seid die, die mir die Kraft geben. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Kreislauf, der sich da so austauscht. Und da bin ich sehr dankbar für und auch alle anderen Patienten, die klar beneiden und bewundern nämlich alle. Und ich muss es auch machen, klar, ich war jetzt eigentlich die ganze Woche nur unterwegs im Thema ALS. Ich war auch beim André, da haben wir ja auch was gedreht. Da sage ich aber jetzt nicht mehr zu. Irgendwann wird man das sehen. Und das beflügelt mich natürlich. Ne? Ich könnte mich natürlich jetzt zu Hause hinsetzen und vor mich hinvegetieren. Konnte ich aber noch nie. Ich konnte noch nie irgendwie ruhig sitzen bleiben oder irgendwie nichts tun. Das ist nicht mein Ding. Und anscheinend habe ich ein gutes Gen, gewisse Leute zu motivieren für meine Projekte. Und diese Natur muss ich einfach nutzen, um ja, da möglichst gut voranzukommen. So, ich denke, das gehört auch mal zu so einer Teampräsentation, dass wir einfach diese Themen ansprechen. Und mir war es auch eine Herzensangelegenheit, nach einem Jahr das Thema nochmal aufzugreifen und nochmal in die Köpfe zurückzuholen. Ich kannte bis letztes Jahr auch das Thema ALS nicht. Und ja, jetzt bin ich, würde ich sagen, mittendrin, Gott sei Dank nicht. Aber können wir es dafür tun. Ja, bevor wir gleich zum schönen Abschluss kommen, möchten wir natürlich die Gelegenheit nutzen und unsere beiden Protofahrer, den Christian Knees vom Team Sky und den André Greib vom Team Lotto Sudal nach vorne bitten, dass die uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was da bei der Proto abgeht. Morgen ist Mailand Sanremo aus Paris Nizza mit dem Etappensieg und dem Rundfahrtsieger. Wird Andreas jetzt die beiden mal fragen, was in Zukunft so abgeht im 2017. Am besten komme ich zwischen euch, erstmal knoten wir die Mikros so ein bisschen. Erstmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die Saison bei den Profis ist ja schon im absolut vollen Gange. Seit Ende Januar, glaube ich, geht es wieder los, Mallorca Challenge. Für dich der perfekte Saison-Einstieg, André. Erste Rennen, erste Sieg. Ist das auch so ein Zeichen, wenn man nach einer langen Vorbereitung dann wieder in Wettkampfmodus einsteigt und es funktioniert direkt wieder, dass man sagt, ich habe im Winter alles richtig gemacht? Oder ist das erstmal, ja, einfach, nimmt man so positiv erstmal mit auf, oder ist das wirklich schon so ein erstes Ausrufzeichen und eine erste Bestandsaufnahme? Ja, das ist bei jedem Radrennen so. Wir werden ja dafür bezahlt, dass wir versuchen, schnell Rad zu fahren. Wenn ich dann am Ende vorne bin, dann hat das ganze Team den Teil dazu beigetragen, aber ich denke, dass ich sowieso das ganze Jahr über ziemlich fleißig bin und ziemlich präsent bin, und da freue ich mich drüber, dass ich immer noch mit den jungen Füchsen ein bisschen mithalten kann und die ein bisschen ärgern kann, und ich hoffe, dass das noch ein bisschen länger so bleibt. Das hoffen wir natürlich auch. Vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten. 11 Etappensiege bei der Tour, dazu 8 beim Giro, ist das richtig? Und 4 bei der Vuelta, nicht mitgezählt. Ich habe mal gehört, du könntest dich an jeden einzelnen Sieg erinnern, unter anderem auch den 5 beim Giro. 5 beim Giro. 6 beim Giro, 5 bei der Vuelta. Und dazu das Trikot des Punktbesten und deutscher Bergmeister bist du mal gewesen. Ne? Als deutscher Meister alleine angekommen, deutscher Meister 3-mal auf der Straße, zuletzt in Erfurt im Sprint. Dies Jahr
Etappen und Start der Tour de France in Düsseldorf. Ist das ein besonderes Highlight, das man so im Fokus hat, wenn man als der deutsche Rennfahrer bei der schwersten, der härtesten Rundfahrt dann vor heimischem Publikum an den Start gehen kann? Gut, ich hoffe, dass wir eine Sammeltrainingseinheit machen können mit dem Knesi zusammen. Der holt mich ab, der hat es dann ein bisschen länger bis nach Düsseldorf, aber mein Plan ist, mit dem Rad nach Düsseldorf anzureisen und meine Frau bringt mir den Koffer nach. Und ich hoffe, dass das so klappt. Auf jeden Fall ist es was Einmaliges für uns alle, die mit Radsport was zu tun haben, dass man den Start der Tour hier in der Nähe hat oder überhaupt in Deutschland ist, was Einmaliges. Und wenn man dann noch selbst aktiv sein kann, und hoffentlich bin ich das, und auch gesund an dem Tag, und da freue ich mich einfach drauf. Noch so eine Beziehung zu seinem Heimatverein, der, wo ja alles angefangen hat in dem Sinne? Auf jeden Fall, also eine Beziehung zu meinem Heimatverein habe ich immer noch. Ich trainiere mit den Jungs dort, ab und zu lasse ich mich samstags mal blicken beim offiziellen Training. Im Winter gibt es das Hallentraining, wo ich regelmäßig dran teilnehme und ein bisschen allgemeine Athletik dort mache. Und ich gehe immer wieder gerne zurück zu meinem Verein und ich wohne ja auch noch in der Gegend und versuche natürlich dem Nachwuchs, wenn sie Fragen haben, wenn sie auf mich zukommen, ich versuche sie nicht zu nerven mit irgendwelchen Weisheiten, aber wenn sie was wissen wollen, bin ich immer gerne für sie da. Ja, wir haben gerade schon mal gesprochen, in der Saison, Anfang Januar, Mitte Januar geht es auf Mallorca mit den ersten Rennen los. Du bist, glaube ich, so einer der Dauerbrennerfahrer, wenn man sieht, die Klassiker. Sven hat es eben angesprochen, irgendwann, wenn es richtig darum geht, nochmal ordentlich aufs Tempo zu drücken, das Team Sky nach vorne zu bringen, sieht man immer einen hoch aufgeschossenen Fahrer mit dem schwarz-rot-goldenen Ring am Ärmel vorne fahren. Dann geht es in die Rundfahrten. Ich glaube, du hast seit 2006 mindestens immer eine Grand Tour im Programm gehabt, wenn nicht sogar zwei. Wie kann man sich dann mental und auch körperlich zwischendurch erholen, wenn man so im Dauereinsatz ist? Wahrscheinlich durch die Tochter, ne? Die einem dann viel Ruhe und Kraft gibt. Also es sind, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, müssten es 16 Grand Tours sein. Wie gesagt, einige Jahre waren zwei. Eigentlich wirklich die schlimmste Grand Tour war meine erste, wo ich keinen wirklichen Leader hatte. Petacchi war am Anfang mit einer gebrochenen Kniescheibe raus und ich mich nach einer Woche gefragt habe, wer zum Teufel ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, drei Wochen Radrennen zu fahren am Stück? Hat sich dann alles relativiert. Man findet Motivation von Tag zu Tag. Man hat auch Lieder, wenn man nicht für die man fahren muss. Und hat auch eigene Ambitionen. Gerade bei Natur ist man immer 110% motiviert. Und jeder Tag ist eine neue Chance. So sieht man es eigentlich dort. Und Motivation war in den was sind es jetzt, 14 Profi-Jahren eigentlich nie eine Frage bei mir. André, Klassiker stehen jetzt am Programm, morgen Mailand Sanremo. Aufgrund der Tatsache, dass ihr beide hier seid, können wir davon ausgehen, dass ihr morgen nicht auf die 300 Kilometer lange Radreise geht. Was sind die nächsten Rennen, die bei dir und auch Christian am Programm stehen? Jetzt sind es die belgischen Klassiker, die dann jetzt sich anschließen, oder wie geht's los? Gut, ich werde mich morgen versuchen, ein bisschen abzulenken mit Mailand Sanremo. Irgendwie bereue ich es ein bisschen, dass ich meinen Start dort abgesagt habe, aber ich versuche dieses Jahr einfach mal die Kopfsteinpflaster-Klassiker in Belgien richtig vorzubereiten. Und dafür brauche ich eine weitere Rundfahrt, und das ist die Katalonien-Rundfahrt ab Montag. Und dann mal gucken, ob ich dann einen großen Motor habe, um bei Flandern und Roubaix ein bisschen besser zu fahren als die anderen Jahre. Wir hatten schon mal gesagt, Dauerbrenner, einer derjenigen, der extrem mannschaftsdienlich ist. André, der steht häufig auf dem Podium, holt für die anderen die Kastanien aus dem Feuer, steht da und darf die Erfolge persönlich ernten. Du bist einer, der die Bayern-Rundfahrt gewonnen hat, deutscher Meister, rund um Köln gewonnen, ist ein paar Tage mittlerweile ins Land gegangen. Du giltst als einer derjenigen, die extrem wertvoll fürs Team sind. Du hast eben von Motivation gesprochen. Ist das auch die Motivation, wenn dann einer im schwarz-blauen Trikot mit der Aufschrift Team Sky oben steht auf dem Podium, dass man sagt, ich habe auch persönlich alles richtig gemacht? Oder gibt es so Phasen, wo du sagst, ach, einmal auf eigene Rechnung und alles in die Waagschale werfen und nochmal einen persönlichen, richtigen Erfolg, großen Erfolg davon zu tragen, das würde mir auch Spaß machen? Beides ja. Also natürlich möchte ich gewinnen. Wenn ich selber nicht gewinnen möchte, dann braucht man auch. Also
würde wahrscheinlich auch irgendwas fehlen. Ich träume davon, vielleicht nächste Woche bei den Klassikern mit ein bisschen Glück so ein Ding abzuschießen. Und ich versuche, diese Träume zu verwirklichen, aber ich habe auch Spaß daran, jetzt letzte Woche Sergio Henao die Paris-Nizza-Rundfahrt gewinnen zu sehen. Und ich weiß, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Radsport wird nicht so als Teamsportart gesehen, weil es immer nur einer ist, der oben auf dem Podium steht. Aber es ist immer ein ganzes Team, was André eben auch schon gesagt hat. Ohne sein Team, was seinen Sprint vorbereitet, würde er nicht gewinnen. Oder er würde vielleicht gewinnen, aber nicht so häufig, wie er es macht. Und gerade bei den Rundfahrten ist das, wenn man so ein Trikot verteidigen muss oder jemanden erst in die Situation bringen muss, dass er so eine Rundfahrt gewinnen kann, ist so ein Team ganz, ganz vital wichtig. Und ich meine, unsere Mini-Horn-Jungs werden das im Kleinen wahrscheinlich auch bestätigen können. Alle hinter Peter und er fährt einen Sprint an oder sowas mit seinem Auge, wie wir eben erfahren haben. Also es ist wichtig und es ist eine Teamsportart und das macht mir auch sehr viel Spaß. Frage noch, wir haben es schon gesagt, mitten in der Saison bei den Profis. Gibt es so ein Lieblingsrennen, was ihr habt, wo man sagt, Mensch, da gebe ich immer alles für, um da am Start stehen zu können, da kämpfe ich, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so mit dem Teamplan übereinander passt? Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die kommenden Wochen. Mit den Kopfsteinpflaster-Klassikern, gerade Flandern, Rundfahrt, Roubaix, das sind zwei wirkliche Highlights. Und bei uns heißt das dann halt immer im Team, nach Roubaix dauert's wieder 365 Tage, bis das nächste wichtige Rennen ist, so ungefähr. Und das sind erstmal Highlights, natürlich der Tour de France-Start in Deutschland dieses Jahr. Ich kann mich daran erinnern, als kleiner Junge ist die Tour mal durch Rheinbach durchgegangen. Ich habe die Straße gesperrt, irgendwo auf dem Feld, wo sowieso keiner gekommen ist. Und das war halt ein Tross, der kurz mal an uns vorbeigefahren ist. Und das war aber schon sehr beeindruckend. Und jetzt wieder Tourstart in Deutschland ist natürlich ein Riesenziel für mich. Absolut. Mein Lieblingsrennen ist das letzte der Saison. Ich dachte, die spielt danach von Hürth. Ja, also das Richtige. Nein, Lieblingsrennen muss ich einfach sagen, dass es die Tour Down Under für mich einfach ist, weil es einfach so eine Urlaubsrundfahrt ist. Momentan aber jetzt nicht mehr, weil es einfach den World Tour Status hat und man doch nicht mehr so viel Urlaub dort hat wie früher. Guck mal ganz kurz in die Runde, gibt es zwei von den Nachwuchsfahrern, die hier vielleicht auch mit leuchtenden Augen stehen, die ganz Jungen, die jetzt in der Jugend, in der Junioren sind, vielleicht nochmal Fragen an die, ja Peter, ne? Das ist unser Jüngster, an die beiden Proto-Profis, die euch brennend interessieren. Das mit dem ältesten A-Fahrer stimmt bei ihm wirklich, hat er mir irgendwann im Training mal erzählt, kam er ganz stolz an, ich habe einen Brief vom BDR gekriegt, ich bin ältester A-Fahrer. Und dafür hält er sich richtig gut, ihr seid glaube ich auch einige Male gemeinsam unterwegs, ab und zu kommst du schon mal ins Rechtsrheinische, um samstags mit einer Trainingsgruppe zu fahren. Im Winter ist für euch Grundlage, ich sag mal, für dich wahrscheinlich lockeres Rollen, locker und lustig ist immer das große Motto. Da werden noch nicht so die ganz riesen Umfänge gefahren oder fährst du eigentlich dann nachher nochmal 3 Stunden weiter, weil du sagst, also richtig gegeben hat es mir das nicht. Das mit dem Heimlichfahren macht Peter immer. Ich hatte 150 gestern, er 235. Das ist, glaube ich, wirklich der Marathon macht. Insgesamt. Was ich gerade noch sagen wollte, ich hätte es letztes Jahr eigentlich auch schon gerne gemacht. Das ging bei mir terminlich nicht. Bei der Tour der ALS wäre ich gerne mitgefahren. Bin dieses Jahr dabei, wenn vom Brennprogramm nichts dazwischen kommt, Bruno, sehen wir uns da. Bravo! Das gönnt dir jeder hier im Raum, mindestens die Bahn-Radsport-Experten sehen ja auch was dort insgesamt an Arbeit geleistet wird und dass man sich eben nicht immer nur an den Ergebnissen messen lassen darf. André, für dich, du hast schon gesagt, die Kopfsteinpflaster-Passagen und Kopfsteinpflaster-Rennen, die haben auch eine ganz besondere Atmosphäre. Ich glaube, da ist Belgien im Ausnahmezustand, wenn man sieht, da wird gefeiert.
die für mich schade Mannschaftspräsentation von der Flandern-Rundfahrt sonst immer auf diesem wunderschönen Platz in Brügge. Dies Jahr geht es nach Antwerpen, glaube ich. Aber ich glaube, die Belgier werden auch da wieder ein Volksfest draus machen, oder? Ich habe das eigentlich erst wirklich kennengelernt, als ich ins belgische Team damals gekommen bin. Da habe ich gedacht, die sind doch hier alle bekloppt. Vom Mechaniker zum Busfahrer, die Oma. Wirklich jeder lebt in dieser Woche den Radsport dort. Und irgendwo bin ich einfach stolz drauf, das Ganze so wirklich kennengelernt zu haben. Weil man das in jedem anderen ausländischen Team einfach nicht so wirklich mitbekommt. Und ja, am Ende gucken wir einfach, was dabei rauskommt. Mit Sicherheit sind die Berge immer noch dieselben. Die Steine liegen auch noch da. Man muss nur drüber kommen. Veranstaltung, mir bleibt Danke zu sagen, dass ihr wirklich in dieser heißen Phase in der Frühjahrssaison gesehen hier zum Team Tour gefunden habt. Wünschen euch viel Erfolg für die Saison. Bleibt vor allen Dingen erstmal gesund. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und damit geht durch die anstehenden Aufgaben. Bis zum nächsten Mal. André Greipel. Vielen Dank. Ja, danke euch beiden. Ich denke, gleich zum Foto können wir nochmal kurz rumkommen. Wir machen jetzt auch knackiges Ende. Ich denke, es ist alles gesagt. Wenn wir die beiden hier haben, ist es natürlich schön, mal aus dem Nähkästchen zu erfahren, wie die beiden Rennen fahren, was sie sich noch vornehmen. Und herzlichen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben. Nun heißt es Danke sagen. Danke erstmal an Waltraud. Wo ist unser Hausherrin? Vielen Dank, dass wir wieder hier sein durften und eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Dann möchten wir uns bei der Nadja bedanken. Liebe Nadja, vielen Dank, dass du mit Christian und deiner süßen Tochter hier angereist bist und den Abend mit uns verbracht hast. Vielen Dank. Wie hast du das gemacht, ne? So, dann möchten wir uns bedanken, wo ist die Anke, die hier die ganze Zeit mit den Getränken rumgelaufen ist? Anke, da kommt sie. Ja, ich weiß, du wolltest nicht davor, ne? Aber und dann Katharina, liebe Katharina, bitte einmal nach vorne. Da ist sie doch. Zukünftige Frau von Christian. Und als letztes, wo ist meine Lady? Anne? Ah, guck mal hier. Bitte einmal nach vorne. Ich habe die Frau mit dem größten Verständnis im Team. Guck mal, bin ich auch. Ich spüre das Mama nicht. Ja, das. So, dann heißt es Danke sagen. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du uns so schön durch den Abend geführt hast. Ich denke, jetzt ist kurz Zeit für ein Gemeinschaftsfoto. Bitte alle Fahrer in schwarzem Trikot auf die Bühne, die beiden Protofahrer dazu, die Sponsoren dazu und den einen oder anderen noch sich mit dem André oder mit dem Christian kurz ablichten lassen möchte. Ich glaube, die beiden haben da nichts gegen. Nutzt die Chance jetzt, aber bitte haltet die Jungs auch nicht zu lange auf. Ich denke, jetzt nach 8 Uhr möchten die auch relativ schnell nach Hause kommen. Also die nächsten 10 Minuten sollten wir das Ganze durchhaben. Bitte alle nach vorne. Dass wir uns auch nochmal bei unserem, wir dürfen ihn ja nicht Teammanager nennen, aber unser Bindeglied, denke ich, bei dem Team. Und ja, wir würden Anne auch noch ganz gerne auf die Bühne bitten. Wo ist gerade Anne? Anne ist da. Wunderbar. Und uns ist als Team unheimlich wichtig, dass wir uns bei euch einfach bedanken. Ich denke, wenn ich an Larissa denke, sie muss manchmal auch ein bisschen leiden unterm Radsport, aber ich denke mal, auch sie verträgt das ganz gut, weil wir sind ausgeglichen und wir würden uns ganz gerne bei euch nochmal zusammen bedanken. Ich denke mal, Nick sagt mal, was du mir schenken kannst. Genau, wir wollten euch nämlich auf jeden Fall wieder was schenken, wo ihr ein bisschen aktiv sein könnt. Ich habe mich erinnert, wie du das letzte Mal bei uns noch in Köln warst und wir uns lange über Yoga-Studios, die Tina gründen will, unterhalten haben und am Ende auch noch ein bisschen über Ernährung. Und was sich ganz gut trifft, ist, dass Tina eine Mitarbeiterin gefunden hat, die sowohl Yoga-Lehrerin ist, als auch studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und ihr bekommt ein Personal-Training bei ihr
Könnt mit ihr ausmachen, was ihr genau für Inhalte haben wollt, worauf ihr Lust habt, worauf ihr keine Lust habt, im Studio oder wo auch immer. Und anschließend auch noch, oder vielleicht auch vorher, Ernährungsberatung, Rezepte, worauf ihr Lust habt. Ich hoffe, dass es euch viel Spaß macht. Ja, vielen Dank, für die Jungs. Die Mannschaften getrennt. Ne?